Hallo und ich begrüße jetzt hier in meinem wunderschönen Yogagarten Ute Schweikart. Ute Schweikart ist Kartenlegerin und sie coacht in Sachen Lebensberatung und Liebeskummer. Und sie wird mir jetzt gleich die Karten legen, aber zuerst möchte ich sie mal ganz kurz fragen, Ute, was wirst du denn jetzt mit mir machen? Ja, hallo liebe Jane. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Es ist ja wirklich ein Paradies. Ich werde dir jetzt die Karten legen und kurz pendeln, welche Blockaden du hast vielleicht. Ich erwarte aber bei dir nichts oder nicht so viel. Und ich gehe auch mal so kurz, auch das kann ich mit den Kartenbildern ins frühe Leben, was bei dir war, ob wir da noch Karma-Auflösung machen können. Also das mache ich auch. Ich lege die Karten aus für meine Klienten und im nächsten Moment schaue ich auch und pendle schon in die Seele des Klienten und in das höhere Selbst und stelle die Fragen direkt. Also ich unterhalte mich mit dem Klienten, also das mache ich dann und switche um zu der Seele des Klienten und schaue, wo sind Blockaden, Ängste. Das ist ganz wichtig, Angst vor Nähe, Liebe und so weiter und das löse ich dann auch. Ich bin jetzt total gespannt, wie das sein wird, ja, und freue mich jetzt auf das Kartenlegen. Ich freue mich auch. Hallo und ich sitze jetzt mit Kartenlegerin Ute Schweikart hier in meinem schönen Yogagarten und sie wird mir jetzt die Karten legen und ich bin total gespannt. Ute, was wirst du kurz jetzt machen? Ganz kurz. Ja, ich werde die Karten für dich auslegen für die nächsten Wochen. Wir gehen mal nur in die nächsten Wochen, um zu schauen, wo hast du hier noch vielleicht Blockaden, wo sind deine Erfolgswege im Beruflichen, vielleicht auch Scheidewege, wo es mehr darum geht, den linken oder den rechten Weg zu nehmen. Und dann bin ich selbst jetzt sehr gespannt und werde das jetzt mal für dich tun. Ich bin gespannt, mal sehen. Okay, dann würde ich jetzt gerade, ich nehme hier mal die großen Karten. Ich habe unterschiedliche, wie ihr sehen könnt, sind das ganz spezifische Tarotkarten, sehr speziell angefertigt, sehr bunt. Ich habe aber hier auch kleinere, das kommt immer drauf an, welche Klienten ich gerade da habe und auch ganz alte Tarotkarten, die kennt glaube ich jeder. Für den Anfang sind die auch sehr schön zum Erlernen. So, dann fange ich mal an und mische und schwinge mich mal auf dich ein und schaue einfach nur in dem Moment. Ich mache das ja auch telefonisch, das heißt, ich schwinge mich dann in die Energie des Klienten und schaue einfach, die Frage ist jetzt nur beruflich, wie geht es die nächsten Wochen für dich weiter, liebe Jane? Okay, dann ist das schon genug und dann nehme ich, da unterscheide ich mich wahrscheinlich auch, intuitiv ein Kartendeck weg und dann lege ich aus. Okay, zack, Schwerter. Da weißt du noch nicht, was du nehmen wirst. Das habe ich schon die ersten Aufträge und das Geld. Und sehe auch, die Woche ist sehr ausgefüllt bei dir. Du könntest sogar weltweit auch bei dir Aufträge annehmen. Sehr schön zu sehen. Die Welt steht dir offen. Das hört sich gut an. Ja, da hast du den du hast den Glückskelch dran. Ganz toll. Die Welt steht dir offen und der Glückskelch. Also das beruflicher hört Erfolg. Sich gut an. Beruflicher Erfolg, das ist sehr schön. Ja, und nicht nur in Deutschland, sondern du könntest auch zum Beispiel Amerika oder für dich Europa, Spanien, kann ich mir sehr gut vorstellen, Frankreich. Oh, und hier habe ich Begegnungen der schönen Art. Was heißt am Ende das? Der Woche. Was heißt das? Du wirst sehr besondere Menschen kennenlernen. Ich denke mal Donnerstag, Freitag, hier habe ich Begegnungen drin, aber auch der Magier, das ist ein ganz besonderer Mann, den du treffen wirst. Auch hier wieder Glückskarten für dich. Fünf der Kelche, der König der Kelche, da kommt aber auch ein Herzmann auf dich zu. Vielleicht kennst du den auch schon, da kommen Nachrichten. In einer Woche, 7 bis 10 Tage habe ich das hier für dich liegen. Und wieder den Erfolg im Beruflichen, sehr schön zu sehen. Das geht so weiter für dich, also die nächsten Wochen, sehr gut, viele Aufträge, ja, auch eine weibliche Person, einen Auftrag einer weiblichen Person, das könnte ja gleich ich sein, okay, so geht das jetzt hier weiter und dann würde ich jetzt noch speziell auf Fragen der Klientin eingehen in dem Moment, wenn dann Gegenfragen sind und habe ja dann immer mein Pendel dabei, das in diesem
dieser Woche viele Aufträge haben wirst du. Also ich gehe dann sehr speziell und mache das dann natürlich für mich im Stillen. Das heißt, ich unterhalte mich mit dem Klienten, auch am Telefon und währenddessen pendel ich. Dann kann ich genau sehen, und wenn das schwer pendelt, dann habe ich Blockaden beim Klienten entdeckt. Bei dir geht es ins Fließen, also bei dir sind keine Blockaden, liebe Jane. Das hört sich gut an. Das hört sich doch gut an, oder? Ja, ja. Sehr schön. Ja, das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Und ich muss sagen, die Karten sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Ja, das sind hier die ganz besonderen. Ja. Wie gesagt, bei den meisten Klienten gehe ich natürlich in Sachen Liebe. Da sind ja die Fragen, wie geht es bei mir in der Liebe weiter? Partnerschaft, werde ich eine erfüllende Partnerschaft? Ich habe da immer ein Problem mit meinem Herzmann, der ist in Rückzügen. Was kann ich da tun? Und da immer die Antwort, ich pendle erstmal in demjenigen. Auch bei dem Herzmann kann ich pendeln, Angst vor Liebe, Nähe, ja, nein. Und bei ihr mache ich das auch, während sie was sagt. Und dann ist es meistens so, dass die Klientin dann auch irgendwo eine Blockade hat, Karma zum Auflösen. Das mache ich ja mit Rückführungen. Da gehen wir ja später drauf ein. Und dann unterhalte ich mich halt so lange, wie sie die Zeit bei mir gebucht. Stell dir jetzt bitte auf dem Fußrücken deines rechten Fußes so eine Art Schalter vor, wie so ein Kipp- oder Lichtschalter. Und mit dem Atemzug beim Ausatmen schalte den bitte aus. Habe ich getan. Gut. Das gleiche dann auch an deinem rechten Knie. Immer schön. Tief. Rechten Hüfte am Gelenk. Aus. Linker Fußrücken. Aus. Linkes Knie. Aus. Linke Hüfte. Aus. Rechte Handrücken. Linker Ellenbogen, aus und linke Schulter, aus. Dann atme noch einmal ganz tief durch, bitte. Und dann schalte noch bitte oben den Schalter an deinem Scheitel aus, mittig. Sag Bescheid. Es ist aus. Stirn vorne in der Mitte. Aus. Und Kehlkopf. Du kannst dann trotzdem mit mir weitersprechen. Aus. Dann atme noch einmal ganz tief durch. Und dann schalte noch bitte den Schalter hinten an deinem Steißbein aus. Aus. An deinem Nacken, hinter dem Schädelbogen. Aus. Und dann atme noch einmal ganz tief durch. Dann lass bitte dein Bewusstsein von oben zu den Füßen nach unten sinken. Ein Steinchen, was so einen ganz, ganz tiefen See hinabgleitet. Immer tiefer und tiefer. Und sag Bescheid, wenn es unten angekommen ist. Es ist unten. Wunderbar. Wollen wir nochmal zusammen die Schalter überprüfen, falls einer nicht aus sein sollte. Tief atmen und ausschalten. Geh jetzt nochmal mit dir durch. Ist er vom rechten Fuß, Fußrücken des rechten Fußes aus? Rechtes Knie auf. Aus. Rechte Hüfte am Gelenk. Aus. Linker Fußrücken. Aus. Linkes Knie. Aus. Linke Hüfte. Aus. Rechte Handrücken. Aus. Rechter Ellbogen.